Hey yo, Leute, Kev wieder am Start mit einem neuen Video von GTA 5 und einer Mod-Vorstellung. Ja Leute, wir testen heute mal ein Einsatzfahrzeug der Feuerwehr. Und zwar ein HLF 23.6 auf einem Mercedes-Benz Artego Fahrgestell. Und ja Leute, schon mal ein mega geiles Fahrzeug, wie ihr schon sehen könnt. Richtig gut geworden, auf jeden Fall. Nochmal riesiges, großes Dankeschön an Top-Mods, die sich da viel mit befasst haben, beziehungsweise das Ding gebaut haben. Und ja, wenn ihr das genauso seht, lasst auf jeden Fall einen positiven Daumen da, denn das hat das Fahrzeug auf jeden Fall verdient. Endlich mal ein vernünftiges Feuerwehrfahrzeug für GTA 5. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Und zwar, wie ihr schon sehen könnt, Mercedes-Benz, richtig schickes Fahrzeug, muss man ganz klar sagen. Sieht zwar eher aus wie ein TSFW, aber soll ein HLF sein. Und ja, so sieht das gute Stück aus von vorne. Ich würde sagen, wir fahren erstmal eins raus. Und denn unter Tageslicht sieht das natürlich schon viel, viel besser aus. Hinten haben wir noch ein RTW drin. So. Ja Leute, ich muss dazu sagen, das Ganze hat jetzt ein ELS-System. Das heißt, das Blaulicht ist richtig schön LED-mäßig. Und ja, das werden wir auch gleich sehen. Das Ganze werden wir natürlich bei Nacht testen, wo es richtig schön zur Geltung kommt. So, wir machen erstmal die Tore auf. Das geht unter F, unter Numpad 3. Könnt ihr hinten die Tore aufmachen, beziehungsweise die, ja, wie sagt man? Kann ich jetzt nichts zu sagen, Leute. Vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Ja, wie gesagt, jetzt sieht es natürlich noch ein bisschen schicker aus unter Tageslicht. Wir gucken uns das nochmal aus der Perspektive an. Sehr schön. Und zwar fangen wir erstmal mit der Seite an. Richtig schönes Fahrzeug. HLF 23.6 ist wahrscheinlich der Funkrufname. Und ja, machen wir jetzt erstmal ein bisschen Fahrzeugkunde. Hier haben wir nochmal schon mal drei Beleuchtungen, die auch funktionieren. Die Außenbeleuchtung. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Werden wir auch gleich nochmal alles testen. Und hier mal halt so kleine Sachen. Ich schätze mal, das ist halt nur so hingeklatscht. Ich meine, darum geht es ja eigentlich nicht. Hier haben wir zum Beispiel ein Aggregat. Wahrscheinlich hier ist, sollte, glaube ich, ein Schwerschraubenrohr sein oder so. Keine Ahnung. Hier haben wir noch einen Druckbelüfter, eine Flex, eine Kettensäge, Saugschläuche, glaube ich. Eine was soll das hier? Eine Sauerstoffflasche, keine Ahnung. Da haben wir noch ein paar Äxte. Und hier haben wir natürlich die Pumpe. Ja, kann ich auch nicht so sagen, ist halt nur ein bisschen hingeklatscht, dennoch ein sehr, sehr schönes Fahrzeug. Ich meine, darum geht es nicht, um das Innenleben. Hier haben wir noch einen Lichtmast am Start, der leider nicht funktioniert. Dann haben wir natürlich noch einen Heckwarner, der funktioniert. Das sieht auch richtig geil aus, kann ich euch gleich mal zeigen. Dank dem ELS-System sieht das nämlich richtig schick aus. Und ja, dann haben wir hier nochmal zwei Haspeln. Kann man sehr gut lesen, finde ich. 20 Meter FTZ WEMA 2007. Richtig cool gemacht, dass man das auch lesen kann. 20 Meter müsste eigentlich ein B-Schlauch sein. Und ja, wie gesagt, die Außenbeleuchtung funktioniert. Heckwarner. Hier nochmal schön HLF 23.6. Das Ganze ist auf Ziegler aufgebaut. Ich glaube, vorher war es Rosenbauer. Dann haben sie sich, glaube ich, dazu entschlossen, Ziegler zu nehmen. Und ja, hier haben wir nochmal Druckluftflaschen. Keine Ahnung, also PA-Dinger sind das auf jeden Fall nicht. Dann haben wir noch einen Feuerlöscher. Ein Standrohr, ein ABC-Pulver, Löscher, keine Ahnung, zwei Verteiler, ein Schnellangriff und noch ein paar B-Schläuche und C-Schläuche, alles am Start natürlich. Dann haben wir hier nochmal schöne Aufschrift, HLF 23.6, Funkrufname, wie gesagt, die Außenbeleuchtung funktioniert. Werden wir alles nochmal testen und ich würde sagen, dann können wir jetzt mit der Karre auch mal ein bisschen rumfahren. So, wie gesagt, das hat alles ELS-System. Das ist für mich komplett neu. Deswegen auch rechts unten das Symbol. Weil ich damit auch überhaupt nicht klargekommen bin. Auch, es war ein bisschen schwer, das zu installieren, wenn man keine Ahnung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir machen mal das Blaulicht an. Das Geile ist, man kann das jetzt alles manuell stellen. Blinker können wir ja mal kurz anmachen. Der ist jetzt an. Sieht man jetzt zwar nicht so, weil es hell ist, aber er leuchtet. Man sieht es rechts und links. Blinker, Warnblinker habe ich jetzt angemacht. Hinten auch nochmal. Sehr schick auf jeden Fall. So, wir können nochmal den Heckwarner anmachen. So sieht der Heckwarner aus. Der sieht aber auch nochmal komplett anders aus bei Dunkel. Beziehungsweise wenn das Blaulicht an ist, flackert das auch ein bisschen anders. Und in der Fahrzeughalle sieht man glaube ich auch ein bisschen, dass es leuchtet. Wir können noch ein bisschen reinfahren. So, jetzt können wir ja mal die Tore wieder zumachen. F2. Hinten am Rolltor sieht man jetzt halt ein bisschen, dass es der Heckwarner leuchtet. So, dann können wir den wieder ausmachen. Unter K macht man das. Dann haben wir Taste J ist Blaulicht. Richtig schönes LED-Blaulicht. Das sieht richtig mega geil aus. Auch bei Dunkel. Das werden wir alles gleich sehen. Gefällt mir richtig gut, das Blaulicht. Schönes LED-Blaulicht. Gerade mit dem ELS-System sieht das richtig geil aus.
Und dann kann man noch manuell schalten die Frontblitzer. Jetzt sind sie zum Beispiel aus, das geht unter L. Kannst du die Frontblitzer ein- und ausschalten. So, Blaulicht wieder aus. Natürlich können wir uns das hinten nochmal angucken. Hinten haben wir natürlich auch noch zwei Blaulichter. Ich muss dazu sagen, die Blaulichter gefallen mir jetzt, weil vorne sind halt nur zwei runde Blaulichter und das Blaulicht müsste eigentlich ausgefüllt sein. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, wie bei der Bieberfelde-Modifikation. Deswegen finde ich das Fahrzeug auch so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ihr wisst ja, dass ich das 1110 von Bieberfelde auch ganz geil finde. Und ja, so, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal los. Ich glaube, jetzt haben wir auch erstmal alles getestet an Lichtern. Und die Außenbeleuchtung machen wir natürlich erst gleich an, wenn es dunkel ist. So, Blaulicht an. Martinshorn haben wir natürlich auch am Start. Schönes Presslufthorn. So, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal in die Stadt und dann sehen wir uns auch gleich wieder. Denn werde ich mal schnell auf dunkel stellen das Spiel, damit das alles ein bisschen schneller geht, beziehungsweise einen Cut machen. Das Geile ist, man kann echt alles manuell stellen. Boah, das kann doch nicht wahr sein. Schön in mein Fahrzeug reingefahren. Naja, war jetzt wahrscheinlich mein Fehler. So. Dann fahren wir mal hier ein bisschen rum. Wir können jetzt hier gleich mal unter so eine Brücke fahren. Da wird man das wahrscheinlich auch schon ein bisschen sehen. Alter. Der Verkehr, der fährt ja auch die Scheiße, muss man ganz ehrlich sagen. So, jetzt sieht man das natürlich noch ein bisschen mehr. Das LED-Blaulicht. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Und ja, so sieht das auf jeden Fall schon mal bei Tageslicht aus, beziehungsweise unter der Brücke. Ich würde sagen, wir sehen uns jetzt gleich wieder. Und ja, dann würde ich sagen, ja, da sind wir wieder. Und zwar wurden wir jetzt erstmal zum Einsatz gerufen. Und zwar soll sich unter einer Brücke ein uneingemeldetes Feuer befinden. Und aus dem Grund sind wir jetzt erstmal auf Anfahrt, gucken, was da gleich Sache ist. Und ja, unsere Kollegen, beziehungsweise die Polizei müsste schon vor Ort sein. Und dann schauen wir mal, was uns da so erwartet. So, hier schon mal eine Brücke, aber hier ist anscheinend nichts. So, natürlich habe ich das nur rausgesucht und alles auf Nacht gestellt, damit wir jetzt das, die ganze Beleuchtung mal bei Nacht sehen. So, hier ist auch nichts. Okay. So, da ist Blaulicht, wahrscheinlich hier. Ja, da sind die Kollegen. So, Löschzug ist schon vor Ort. Beziehungsweise Polizei. Polizei ist auch schon da, alles klar. Gut, dann werden wir da unser Fahrzeug hier erstmal schön positionieren. Gucken erstmal, was da Sache ist. In der Zeit können wir schon mal den Warnblinker reinhauen. Wie man jetzt, glaube ich, ein bisschen sehen kann, dass der Warnblinker jetzt an ist. Und den Heckwarner. Sehr schön. Heckwarner sieht natürlich richtig geil aus. Und ja, dann können wir mal kurz alles testen. Da wir jetzt hier natürlich schön bei Nacht einen Einsatz haben. Und zwar machen wir jetzt erstmal das Blaulicht aus und machen jetzt den Heckwarner an. Und jetzt leuchten halt nur zwei, beziehungsweise blitzen immer zwei Lampen. Und sobald ich das Blaulicht anmache, jetzt mache ich den erstmal wieder aus, Blaulicht an. Und jetzt den Heckwarner, blitzen alle vier Lampen. Also finde ich ganz cool für ein bisschen Abwechslung und dass man da so viel ja, einstellen kann, finde ich ganz cool auf jeden Fall. Und sieht auf jeden Fall richtig geil aus mit der neuen ELS-Technik, dass man halt alles einzeln steuern kann. Richtig cool gemacht auf jeden Fall. Wenn ihr das genauso seht, lasst auf jeden Fall einen positiven Daumen da. Denn nochmal riesiges großes Lob an Top Mods für dieses sehr, sehr schöne Fahrzeug. Muss man dazu sagen, ist alles kostenlos. So, Warnblinker haben wir wieder drin. Heckwarner auch. Da machen wir mal die Außenbeleuchtung an. Genau, das hatten wir ja noch nicht. Und das geht unter Alt und 1. Und Leute, sieht das nicht geil aus? Guckt euch das bitte an. Richtig schöne Außenbeleuchtung hier am Fahrzeug. Gefällt mir richtig gut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir steigen mal aus, gucken uns das von außen an, beziehungsweise gucken erstmal, was hier los ist. So, hier haben wir zum Beispiel ein Feuer. Ja, guten Tag, junge Dame. Was haben Sie denn hier für ein angemeldetes Feuer? Kann ja wohl nicht wahr sein. Einmal bitte weg. So, erstmal hier schnell ablöschen. Leider funktioniert das jetzt nicht. Auch nicht schlecht. Gut. Wie gesagt, ich habe diesen Einsatz, beziehungsweise mir einfach mal die Kulisse jetzt rausgesucht, um mir jetzt hier das Fahrzeug zu präsentieren. Das Ganze jetzt hier bei Nacht und dann noch unter einer Brücke natürlich noch besonders dunkel. Und ja, natürlich ist das hier jetzt kein richtiger Einsatz. Wie gesagt, nur die Kulisse zählt hier für das Fahrzeug. Und ja, so viel dazu. Und ich würde sagen, wir machen jetzt mal ein Foto, denn das sieht so geil aus, wie wir hier stehen.
Da müssen Sie sich ja mal ein bisschen gedulden, mein Freund. So, zack. Jetzt erstmal ein schönes Foto. Zack. Sieht das nicht geil aus, Leute? Mega geil. Alter, was für ein Spaß. Polizei steht hier und der fährt mich einfach um. Ey. Auch nicht schlecht. Gut, ich würde sagen, dann parken wir das Fahrzeug nochmal. Ein bisschen anders, damit das noch ein bisschen schicker aussieht. So, zum Beispiel jetzt hier vor dem Streifenwagen. Zack, zack. Sieht doch mega geil aus, Leute, oder? Nee, Waffe wollte ich jetzt nicht. Ich wollte mein Handy haben. Oh, Leute, Alter. Nervt mich doch hier nicht, ey. Wir können auch einfach hier hingehen. Dann nerven die mich gar nicht. Wenn die jetzt gerade ausfahren werden. So. Zack. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's dann auch erstmal so mit dem Video. Ja, kleine Mod-Vorstellung hier vom Fahrzeug. Gefällt mir richtig gut. Wenn ihr auch der Meinung seid, dass dieses Fahrzeug gelungen ist und ihr es auch geil findet, lasst auf jeden Fall einen positiven Daumen da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und ja, ich würde sagen, das war's dann erstmal so mit dem kleinen Video hier von dem Fahrzeug. Und ja, was soll ich noch großartig sagen? Schreibt eure Meinung in die Kommentare. Wie gesagt, das ist jetzt hier eine Mod-Vorstellung von dem Fahrzeug. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst eure Meinung da, wenn nicht, dann nicht. Und ja, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ich bin raus. Haut rein. Euer Kev.